Weltweit sind 60 Millionen Menschen auf der Flucht, so viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Niemand verlässt seine Heimat leichtfertig und ohne Grund. Wir Baden-Württemberger sind heimatverbunden. Wir sind stolz auf unsere starke Wirtschaft. Wir schätzen und pflegen unsere Traditionen, unsere kulturelle Vielfalt. Wir wissen, was wir an unserem wohlgeordneten Gemeinwesen haben, an unserer hohen inneren Sicherheit, an unserer politischen Stabilität, an unserer Rechtsordnung, an unserer Demokratie und an unserer Freiheit. Wir sind dankbar, dass es uns gut geht. Das ist alles andere als selbstverständlich. Und wir wissen, welches Glück es ist, Baden-Württemberg seine Heimat nennen zu dürfen. Und weil wir heimatverbunden sind, können wir nachempfinden, was es bedeutet, wenn man entwurzelt, vertrieben, verfolgt und seiner Heimat beraubt wird. Und ich glaube, deswegen sind wir auch besonders hilfsbereit. Und weil wir wirtschaftlich stark sind, können wir auch solidarisch sein. Auf die unglaubliche Hilfsbereitschaft, mit der unsere Bürgerinnen und Bürger, die Flüchtlinge, die es nach langen Strapazen zu uns geschafft haben, begrüßen und unterstützen, sind wir stolz. Und diesen wirklich stillen Heldinnen und Helden des Sommers danken wir alle von Herzen. Aber leider gibt es auch bei uns die andere, die dunkle Seite. Auch in Baden-Württemberg gab es Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. Auch bei uns gibt es leider Hass und Ausgrenzung. Wir verurteilen das aufs Allerschärfste und der gesamte Landtag hat dies in einer Erklärung bekräftigt. Wir gehen dagegen mit der ganzen Härte des Rechtsstaates vor. Diese Menschen, die Hass und Gewalt säen, sollen wissen, die ganz überwältigende Mehrheit in diesem Land ist gegen euch. Kardinal Marx hat vor einigen Tagen Folgendes gesagt, ich zitiere: Die Identität Europas besteht auch darin, wie man mit Notleidenden umgeht. Viele sagen, die christliche Identität Europas darf nicht gefährdet werden. Aber das gehört ja zum Wesentlichen der christlichen Identität, dass wir unabhängig von seinem Glauben und seiner Herkunft einem Menschen, der in Not ist, helfen und ihm mit Respekt begegnen. Wenn wir diesem Leitbild nicht entsprechen, gefährden wir die Identität Europas. Das Recht auf Asyl ist kein Gnadenakt, es ist ein Grundrecht. Und dieses Grundrecht ist eine große zivilisatorische Errungenschaft. Es gehört zum Kernbestand einer menschlichen Gesellschaft und ist nicht verhandelbar. Und es ist schon aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht möglich, Obergrenzen für Grundrechte einzuführen. Natürlich, aufgrund der Größe der Herausforderung läuft nicht immer alles sofort rund. Wir stoßen immer wieder an Grenzen. Die Erstaufnahmeeinrichtungen sind aufgrund der Entwicklung der letzten Wochen trotz der 26-fachung der Kapazitäten mit derzeit über 32.000 Menschen überfüllt. Verwaltung, Polizei arbeiten am Anschlag und wir arbeiten alle im Krisenmodus und auf Sicht. In einer solchen Notsituation muss man einfach auch schnell handeln können und entscheiden. Und wir können natürlich nicht wie in normalen Zeiten immer alle rechts und frühzeitig informieren und einbinden, wie wir uns das wünschen. Das ist unmöglich, wenn nachts ein Zug mit 700 Menschen unerwartet ankommt zum Beispiel. Wir betreiben Krisenmanagement. Es geht nun mal leider nicht nach den Regeln der Diplomatie. Aber wir gehen pragmatisch und lösungsorientiert vor. Beispiel, im Flüchtlingsaufnahmegesetz haben wir 2013 beschlossen, dass pro Flüchtling 7 Quadratmeter zur Verfügung stehen sollen, statt 4,5 wie bisher. Natürlich haben wir diese Regel ausgesetzt, weil es nicht anders geht. Große Erstaufnahmeeinrichtungen sind nicht ideal, aber es geht derzeit nicht anders. Es ist besser, in Zelten zu übernachten als auf der Straße. Aber die Lage spitzt sich weiter zu. Allein im September, seit dem 5. September kamen über 27.000 Flüchtlinge in Baden-Württemberg an. Derzeit nehmen wir täglich rund 2.000 Flüchtlinge auf und es werden immer mehr.
Allein aus Bayern werden uns täglich knapp fast 1000 Personen zugewiesen. Und deshalb werden wir ab sofort bis zu 4500 Personen wöchentlich an die Kreise zuweisen müssen, 1000 mehr als zuletzt angesagt. Wir haben es bisher geschafft, alle Flüchtlinge unterzubringen. Und ich würde behaupten, im Ländervergleich nicht schlecht. Und das ist ein gewaltiger Kraftakt, eine gewaltige Gemeinschaftsleistung von Land und Kommunen. Aber wir werden als Land alleine die Herausforderung nicht bewältigen können. Nur in einer Verantwortungsgemeinschaft von Europa, Bund, Ländern und Kommunen können wir die Aufgabe meistern. Deshalb war ich über Wochen in intensiven Gesprächen und Verhandlungen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der anderen Länder. Wir haben uns früh mit konkreten Vorschlägen in die Verhandlungen eingebracht und letztlich eine Menge durchsetzen können. Aber auch wir haben natürlich Kompromisse gemacht, denn es ist so, in Zeiten der Krise, so sehe ich es jedenfalls, ist ein Geist der Kompromissbereitschaft unerlässlich. In Zeiten der Krise muss gemeinsames Handeln vor politischer Profilierung gehen. Konsensorientierung und weniger Konfliktbereitschaft ist hier angesagt. Das A und O bei der Bewältigung der aktuellen Flüchtlingssituation ist die Verfahrensdauer. Derzeit dauert ein Asylverfahren im Schnitt 5 bis 6 Monate. Mit der Koppelung der Pauschale vom Bund an die Verfahrensdauer ist endlich ein Anreiz geschaffen worden, diese Verfahren zu verkürzen und dafür die notwendigen personellen Voraussetzungen im BAMF zu schaffen. Auch das ist ein wichtiger Fortschritt. Wenn wir hier jetzt eine Beschleunigung hinbekommen, werden die Erstaufnahmeeinrichtungen entlastet, die Flüchtlinge werden nicht so lange in Unwissenheit gelassen und der Anreiz, nach Deutschland zu kommen, für die, die keine Bleiberechtsperspektive haben, wird für diese Bevölkerungsgruppe drastisch verringert. Abgelehnte Bewerber hätten schneller Klarheit und würden schneller in ihre Heimat zurückkehren oder zurückgeführt. Und jene, die bleiben können, könnten schneller integriert werden und schneller in Arbeit kommen. Beschlossen wurde auch die Möglichkeit, dass die Länder künftig Asylbewerber bis zu 6 Monaten in den Erstaufnahmeeinrichtungen unterbringen können. Bisher lag die Höchstdauer bei 3 Monaten. Das ist sehr wichtig, weil wir damit dem Wunsch der Kommunen nachkommen können, möglichst nur noch Flüchtlingen mit einer Bleibeperspektive oder abgeschlossenem Asylverfahren an sie weiter zu verteilen. Teil des Paketes ist auch ein gesteuerter Zugang zu Arbeit und Ausbildung für Menschen vom Balkan, für die das Asylrecht zu 99% eine Sackgasse bildet. Übrigens schon bevor sie zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt wurden. Künftig dürfen die Menschen, die einen Arbeits- oder Ausbildungsvertrag vorweisen können, in Deutschland arbeiten oder eine Ausbildung aufnehmen. Davon haben beide Seiten etwas. Hochmotivierte Menschen vom Balkan bekommen bei uns eine Chance, zum Beispiel in der Pflege und in Mangelberufen. Unsere Unternehmen profitieren, da sie in einigen Bereichen auf Arbeitskräfte und Azubis aus dem Ausland angewiesen sind. Und das ist ein wichtiger Schritt, um Druck aus dem Asylsystem zu nehmen. Meine Damen und Herren, es ist auch wichtig, das Ehrenamt im Land nicht zu vergessen, deutlich zu machen, was hier geleistet wird. Sie haben gesagt, ohne das Ehrenamt könnten wir es nicht schaffen. Was zeigt, dass es Grenzen gibt? Aber es ist auch wichtig, deutlich zu machen, was Hauptamtliche, was der öffentliche Dienst in dieser Zeit leistet. Und ich glaube, wenn man sich das anschaut, dann müssen manche ihre Vorurteile, die sie gegen den öffentlichen Dienst im Land Baden-Württemberg und auch anderswo hegen, wirklich einmal überdenken. Es ist gut, Herr Ministerpräsident, dass Sie sehr eindringlich das Schicksal der Menschen, die zu uns kommen, in den Blick genommen haben. Was mir aber fehlt, Herr Ministerpräsident, ist der Blick auf diejenigen, die schon da sind. Meine Damen und Herren, die Integrationsfähigkeit jedes Staates findet irgendwo eine Grenze. Und das wissen die Menschen im Land Baden-Württemberg. Und sie erwarten von der Politik,
dass man eben nicht nur die Flüchtlinge in den Blick nimmt, sondern auch die Menschen, die im Land Baden-Württemberg leben, die auch Rechte haben, meine Damen und Herren. Und ich bin nicht sicher, ob alle politischen Entscheidungsträger das so richtig im Blick haben. Insbesondere nicht, wenn ich mir die Politik der Bundeskanzlerin in den letzten Wochen anschaue. Man kann natürlich Selfies machen mit Flüchtlingen, die sich über die sozialen Netzwerke in der ganzen Welt verbreiten. Man kann sagen, wir schaffen das. Man kann sagen, das wäre nicht mehr mein Land, wenn man es anders sieht. Alles d'accord. Man muss das Schicksal der Flüchtlinge in den Blick nehmen. Aber die andere Seite fehlt, nämlich der Blick auf diejenigen, die schon da sind und die sich die Frage stellen, wann ist unsere Leistungsfähigkeit irgendwann mal erreicht? Und wenn ich das Abkommen von Dublin breche, so wie die Bundeskanzlerin es getan hat, und die Menschen aus Ungarn ins Land hole, dann ist es menschlich verständlich. Aber die Frage ist, ob das das richtige Zeichen ist. Einerseits die europäischen Verträge zu brechen und andererseits zu signalisieren, ja, wir sind unbegrenzt aufnahmefähig. Und da hilft es dann auch nicht, sozusagen im Gegenzug das Abkommen von Schengen zu brechen und wieder Grenzkontrollen einzuführen, zumal diese Grenzkontrollen überhaupt nichts nutzen. Denn jeder, der an unsere Grenze kommt und sagt, ich möchte einen Asylantrag stellen, der ist einreiseberechtigt. Das hilft also gar nichts, diese chaotische Politik. Und vor diesem Hintergrund wundert es mich schon, Herr Ministerpräsident, dass Sie das Agieren der Kanzlerin so loben. Wir brauchen Integration. Integration in unseren Arbeitsmarkt. Völlig richtig. Nur wenn ich die Bundesarbeitsministerin Nahles höre, bekanntlich keine bekennende Liberale, Frau Nahles hat erklärt, sie hat erklärt, mindestens oder maximal 10% der Flüchtlinge sind in den Arbeitsmarkt integrationsfähig. In den Arbeitsmarkt sofort. Mag ja sein, Herr Kollege Schmiedl, sofort. Aber was machen Sie in der Zwischenzeit, bis die integrierbar sind? Sie können nicht in der Zwischenzeit sagen, na, bis die dann vielleicht mal in 1 oder 2 Jahren integrationsfähig sind, richten Sie die sozialen Sicherungssysteme. Das ist der falsche Weg. Sondern wir müssen Beschäftigungsmöglichkeiten für diese Menschen sofort suchen. Und da ist ihr allgemeiner flächendeckender Mindestlohn ein Hindernis. Und deshalb brauchen wir auch an dieser Stelle eine Flexibilisierung ihrer Mindestlohnregelungen, meine Damen und Herren. Völlig klar. Denn wenn Sie zu dieser Flexibilisierung nicht kommen, dann schicken Sie diese Menschen in die Arbeitslosigkeit. Da zeigt sich mal wieder, gut gemeint, aber schlecht gemacht. Flexibilisieren Sie das Ganze. Flüchtlingspolitik kann klare Vorgaben machen, Zuwanderung steuern und die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Und wie das funktionieren kann, hat die CDU-geführte Bundesregierung mit ihrem Koalitionspartner in der Großen Koalition jetzt beim Flüchtlingsgipfel gezeigt. Dass Sie mit uns zusammen heute die Ergebnisse der Verhandlungen von Angela Merkel so positiv beurteilen, das freut uns. Es überrascht aber auch insofern, weil Sie sich ja immer in der Rolle gefallen, wenn es funktioniert, war es Merkel und Kretschmann gemeinsam, und wenn es nicht funktioniert, sind es die bösen CDUler in Berlin. Mit dieser Rollenverteilung ist ab heute auch Schluss, Herr Ministerpräsident. Waren es nicht Sie und Ihre Fraktionen, die ein zentrales Ergebnis des Gipfels, die Schaffung weiterer sicherer Herkunftsstaaten, noch vor einer Woche abgelehnt haben? Und waren es nicht Grün und Rot, die als erste integrationspolitische Initiative Geldleistungen vor Sachleistungen gestellt haben? Ich darf hierzu gerade mal aus Ihrem Koalitionsvertrag zitieren. Zitat: Auf Landesebene werden wir uns dafür einsetzen, dass trotz bundesgesetzlicher Vorgaben das Sachleistungsprinzip schrittweise aufgelockert und auf Geldleistungen umgestellt wird. Herr Ministerpräsident, wenn man diese Aussagen im Koalitionsvertrag
mit Ihrem heutigen Vergleich, dann könnte man geradezu von Aufräumungsarbeiten sprechen. Aber Sie haben damit Anreize geschaffen, die auch einen Teil zur aktuellen Einwanderungswelle beigetragen haben. Ich erinnere daran, dass es Ihr vermeintliches Verhandlungsgeschick war, das uns Regeln eingebracht hat, die wir jetzt wieder ändern müssen. Sie waren für die Lockerung der Residenzpflicht verantwortlich, die wir jetzt zurückdrehen müssen. Sie waren es, der auf Bargeldleistungen gepocht und Sachleistungen verteufelt hat. Und was die sicheren Herkunftsländer anbelangt, haben Sie monatelang gepokert und taktiert und damit echte Lösungen verzögert. Die Politik ist täglich im Fluss, und wenn wir nicht aufpassen und Mauern um das Thema bauen oder versuchen, die gesellschaftlichen Realitäten totzuschweigen, dann bahnt sich das Wasser seinen Weg anderswo, und dann läuft es auf die Mühlen der Parteien, die wir alle zusammen am Ende des Tages in unseren Parlamenten nicht haben wollen. Und das gilt auch für enttäuschte Erwartungen. Enttäuschte Erwartungen in Sachen Arbeitsmarkt, Einwanderung und Integration, enttäuschte Erwartungen in der Gesellschaft, enttäuschte Erwartungen bei den Unternehmern, enttäuschte Erwartungen selbstverständlich auch bei den Flüchtlingen selbst. Sie, Herr Ministerpräsident, wecken große Erwartungen. Keine Frage, Zuwanderung ist für unseren Arbeitsmarkt eine Chance. Deutschland braucht Fachkräfte. Unsere Handwerker suchen Lehrlinge, unser Mittelstand sucht Experten und unser Gesundheitswesen sucht händeringend engagierte Ärzte und Pfleger. Gleichzeitig wollen sich viele hochqualifizierte Flüchtlinge hier bei uns eine Existenz aufbauen. Sie wollen für sich und ihre Familie eine glückliche Zukunft schaffen. Und sie tragen damit zu unserem Wohlstand und zu unserer Altersvorsorge bei. Aber bleiben wir Realisten. Längst nicht alle, die zu uns kommen, sind gut ausgebildete Fachkräfte. Die Arbeitsmarktsituation wird nicht auf Dauer so rosig bleiben. Bundesministerin Nahles hat schon für das kommende Jahr wieder steigende Arbeitslosenzahlen angekündigt. Der Löwenanteil der Flüchtlinge kann mangels Qualifikation nicht sofort in den Arbeitsmarkt übernommen werden. Und deswegen warne ich davor, beim Thema Einwanderungsgesetz vorschnell zu handeln und überzogene Erwartungen zu nähren. Denn eine Frage ist noch viel zu wenig diskutiert: Was muss ein Einwanderungsgesetz wirklich leisten? Es geht eben nicht um eine unbegrenzte Zuwanderung. Es geht darum, Einwanderung zu steuern und in mancher Hinsicht auch spürbar zu begrenzen. Es geht um Qualität und nicht um Quantität. Ziel eines Einwanderungsgesetzes muss daher nicht mehr Einwanderung, sondern eine gezielt gesteuerte Einwanderung sein. Das muss die Botschaft eines solchen Gesetzes sein. Gezielte Einwanderung in den Arbeitsmarkt, aber gesteuert und reduziert in die Sozialsysteme. Auf dieser Grundlage können wir über ein solches Gesetz reden.